Alles klar, Kinder? Ei, ei, Captain! Geht das nicht lauter? Ei, ei, Captain! Oh, wer grüßt seine Freaks und Maniacs hier auf YouTube? Why the Toy? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Check dat aus, ich bin Why the Toy und ich habe nichts Besseres zu tun. Und deshalb direkt am Anfang mal eine ernst gemeinte Frage an euch. Wie geil ist eigentlich Merchandise? Antwort: sehr, sehr geil. Für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was Merchandise ist, ist im Prinzip alles, was aus einer Sache herauskommt, aber selbst keine Sache ist. Das heißt, egal ob Actionfiguren zu eurem Lieblingscomic oder Schlüsselanhänger oder sonst irgendwas. Und Merchandise kann die verschiedensten Formen annehmen. Zum Beispiel Gesellschaftsspiele, Bücher, Schlüsselanhängers, Plüschtiere, Schmuck und Schätze, Comics, Bonbondosen, Kuschelkissen, Figuren, Figuren und Figuren. Zwischendurch zur Abwechslung dann aber auch mal große Figuren. Oder einfach nur die Dekoration. Ihr seht also, Merchandise kann die verschiedensten Variationen, Formen und Farben annehmen. Und umso glücklicher bin ich, euch heute etwas präsentieren zu können, was sogar einen kleinen Nutzen hat, je nachdem. Denn ich habe ganz überraschenderweise das hier bekommen. Das ist ein Zelda, eine Zelda-Lampe. Link's Light steht drauf. Und ich freue mich darauf. Ich habe es schon mal im GameStop gesehen und habe danach geschmachtet, aber es mir nicht geholt. Und das müssen die Leute, die sich täglich meinen Scheiß über Videospiele anhören, müssen sich wohl auch gedacht haben und gesagt haben, kaufen wir dem Typen das doch mal und dann ist er wieder für ein, zwei Stündchen ruhig. Falsch gedacht, ich mache natürlich ein Video drüber, denn wir schauen uns dieses kleine Teil an. Ich habe am Ende des Videos sogar noch eine kleine Überraschung für euch. Ich habe nämlich noch eine Kleinigkeit dabei bekommen, die wir auch mit auspacken. Es wird also praktisch ein Double Unboxing. Aber zuerst gucken wir uns das an. Das machen wir aber natürlich nicht hier, sondern wie immer an meinem wundervollen Auspacktisch. Und ich sage, bis gleich! Und damit sind wir auch schon da an meinem Auspacktisch mit diesem wunderhübschen Teil The Legend of Zelda Link's Light oder Link's Lampe oder Licht oder Lampara. Ich sag Lampara. Ja, warum mir dieses Teil ins Auge gestochen ist, ist, das stand, ich meine, im GameStop, man kriegt es aber natürlich auch überall anders, man kann es auch im Internet kaufen, ist wegen dieser Optik dabei, denn ich liebe diese Kirchenfenster-Zelda-Optik sehr, schon seit ich die in The Wind Waker gesehen habe, tauchen aber auch in ein, zwei anderen Spielen auch auf und in vielen Konzeptzeichnungen natürlich auch, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und ja, ich habe so lange danach geschmachtet, bis es mir dann mein Ehevib gekauft hat. Wir schauen uns auf jeden Fall diese Verpackung an. Hier natürlich schon mal abgebildet, was uns erwartet, auch wenn wir es uns natürlich gleich auch live ansehen werden. Sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite nur das Wappen der Königsfamilie in Hyrule. Das Ganze hat so ein bisschen auch den Look von klassischen, also mittlerweile ganz klassischen Zelda-Produkten. Egal ob hier oben, ihr seht es, die Monopoly Zelda Edition oder die Hyrule Historia haben alles diese Optik hier. Hinten nochmal genau dasselbe, nur in etwas kleiner. Das ist also eine relativ simple, relativ einfache Verpackung, aber dafür sind wir ja auch nicht hier, sondern wir sind da, um es auszupacken. Jedes Mal ein wundervolles Gefühl. Da springt uns schon, oh, ein Stecker entgegen, das ist schon mal gut. Ich dachte wirklich, das ganze Teil funktioniert mit Batterie. Das ist offenbar nicht der Fall. Und dann, oh, oh, wir ziehen das Ganze raus. Okay. Da ist nichts mehr drin, das heißt, das kann weg. Dann haben wir ein Papp-Tic-Tac-Toe-Spiel. Das ist auch nett, ne? Kann man dann auch mit Freunden und Familie... Weg damit.
Hier haben wir die kleine Anleitung dazu. Beziehungsweise gar nicht so sehr eine Anleitung, wie eigentlich nur ein Sicherheits... ein Sicherheitsblatt und dann nochmal eine kleine Ansicht dazu. Das werden wir erstmal verwahren. Ich schätze mal, das werden wir aber nicht brauchen. Das Teil hier ist... Das ist der Standfuß, wo das Ganze offenbar reinkommt. Hier unten steht es auch nochmal. The Legend of Zelda in sehr offizieller Schrift. Hier unten kommt dann... Man kann es also entweder mit Batterie betreiben oder mit einem Micro-USB-Kabel. Den Kabel haben wir hier. Können wir natürlich auch mal eben auspacken. Einfach nur der Ständigkeit halber. Packen das Ganze aus. Ihr seht hier also normaler USB auf einer Seite und praktisch ganz normaler Ladekabel auf der anderen Seite, also Micro-USB. Der Kabel hat eine ordentliche Länge. Ich würde sagen so, ja, ein Meter, Meter 50 vielleicht. Maximal. Ist auf jeden Fall in Ordnung, weil, wie gesagt, so ein Licht hat man ja jetzt nicht, legt man ja jetzt nicht quer durch den Raum. Das heißt, wenn ihr es in der Nähe vom Rechner stehen habt oder sowas oder wirklich an eurem Bett oder sowas, dann könnt ihr entscheiden, ob ihr das, ne, mit dem Kabel machen wollt oder mit Batterie. Ich zeige es euch natürlich gleich, keine Angst. Und hier ist das Highlight versteckt in diesem kleinen Pappteil, was auch ein kleines Fenster hat, ne? Zum Basteln vielleicht ganz gut oder man kann es auch gerne weiter verschenken. Auch weg. So, und da ist es. Das Kirchenfenster von The Legend of Zelda Live. Und in Farbe. Wow! Das sieht wesentlich besser aus als auf der, Verpackung. Schade, dass ich die Verpackung weggeschmissen habe. Das sieht hier drauf wirklich wesentlich besser aus. Man sieht auch die Mütze tatsächlich wesentlich besser. Die Farben sind sehr, sehr knallig und hübsch. Teilweise, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber teilweise hat man da sogar an manchen Stellen, wie hier oben, so einen kleinen, wie so einen kleinen Glitter-Effekt mit drin. Das ist auch sehr, sehr genial. Wie gesagt, Link hier in seiner Thun-Form mit Schwert und Schild kniend, verteidigend praktisch gerade. Sehr, sehr cool. Hat keine Rückseite. Also die Rückseite ist wirklich glatt. Das heißt, das Licht kommt von hier unten, also durch den Ständer hier. Da sind LEDs drin, wie ihr seht. Leuchtet hier unten rein und sollte im Optimalfall das ganze Ding beleuchten. Das wollen wir doch live sehen, deswegen machen wir jetzt mal hier einen kurzen Cut und ich bereite dieses Ding vor. Bis gleich! So, ich bin zurück und wie ihr seht, ich habe den Raum etwas abgedunkelt, um es ein bisschen gemütlicher für uns zu machen. Nein, natürlich nicht. Damit wir sehen, wie der Effekt von diesem Licht tatsächlich aussieht, möchte an der Stelle auch nochmal betonen, wie qualitativ hochwertig dieses Teil wirklich ist. Also das ist wirklich festes, ordentliches Plastik. Hat hier unten vier Gummifüßchen, damit das Ganze nicht zu sehr verrutscht. Wird mit einem ganz normalen kleinen Kreuzschraubendreher könnt ihr das Ding aufmachen. Und da kommen wirklich drei Doppel-A-Batterien, also die ganz normalen rein. Ich habe jetzt da Vata Longlife-Batterien drin, damit ich die nicht zu häufig tauschen oder wechseln muss. Wie gesagt, bei Kiddies vielleicht einfach nur mal kurz helfen von den Eltern aus. Auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr hochqualitatives Ding. Wie gesagt, hier 6 LEDs drin. Wenn wir die jetzt an... Wow! Wenn wir die jetzt anmachen, sind wir blind. Das sieht tatsächlich schon mal sehr cool aus. Und da auf jeden Fall vorsichtig. Im Optimalfall nicht reingucken. Und ja, schauen wir doch mal, wie sich unser Glasfenster darin macht. Wir stecken es also hier so rein. Okay. Steht noch nicht wirklich. Ich habe es noch nicht ausprobiert, deswegen, ich bin komplett live mit euch dabei. Ah, okay. Das soll also tatsächlich so hier einrasten. Ja, es rastet also tatsächlich in diese Lampe ein. Es steckt also nicht lose hier drin. Im Gegenteil, ihr könnt es sogar komplett umdrehen und da passiert nichts mit. Das heißt, selbst wenn man mal gegenkommen sollte, im schlimmsten Fall geht das Teil kaputt, aber es fällt euch nicht, wenn ihr mal so locker dagegen kommt oder so dagegen stoßt. Da passiert also nichts mit. So, wir sind beim Highlight dieses Videos, nämlich 5, 4, 3, 2, Light.
Das sieht tatsächlich sehr, sehr cool aus. Ich muss dazu sagen, die Kamera überlichtet jetzt hier gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr hier vielleicht etwas zu viel Licht habt. Das fällt aber tatsächlich im, also live tatsächlich nicht auf. Natürlich mehr Licht hier, weniger Licht hier oben. Es verliert sich also, je weiter das Licht durch dieses Glas wandert. Aber sehr, sehr cool. Das spendet auch tatsächlich einiges an Licht. Es ist definitiv kein Leselicht, also es wird euch nicht genug Licht spenden, um lesen zu können dabei. Also auf jeden Fall sehr atmosphärisch. Ich finde gerade das Blau kommt sehr schön zum Tragen und alle Farben stechen unglaublich hervor. Das ist ein sehr, sehr, sehr hübsches Teil. Und hier hinten seht ihr, das Ganze ist hell. Sieht tatsächlich auch relativ hübsch aus. Ist ein bisschen... Sieht ein bisschen dreckig aus, aber das sieht man ja auch im Endeffekt nicht. Ist ja auch scheißegal. Das Teil lassen wir so lange jetzt erstmal noch hier stehen. Wir genießen dieses wunderbar kalte LED-Licht. Denn, wie bereits erwähnt, ich habe noch ein kleines Unboxing 2, ein Unboxing 1.0 sozusagen. Denn ich habe auch dieses Teil hier mitbekommen. Das war praktisch... 50% oder sowas, also es hat eigentlich, keine Ahnung, 8 Euro gekostet oder so, war aber 50%. Das heißt, da haben wir direkt nochmal zugeschlagen. Es ist ein The Legend of Zelda Triforce LED Keychain, das heißt ein LED-Schlüsselanhänger mit Licht offensichtlich. Man könnte den jetzt auch ausprobieren, aber ich hole ihn natürlich vorher aus dieser Verpackung raus für euch. So. Auch hier natürlich die klassisch grüne Verpackung, genau dieselbe sogar, die wir hier beim Licht gesehen haben. Packen wir das Ganze aus. So. Das ist mal wieder Müll. Und da haben wir es. Ein kleines, aber schnubbeliges Triforce. Hat hier hinten auch einen Sicherheitsschlitz für, um die Batterien abzukapseln. Wird wahrscheinlich mit 1 bis 2 Knopfzellbatterien sein. Hier hinten seht ihr auch den kleinen Lautsprecher. Das heißt, das Teil ist eigentlich ganz knuffig. Ist jetzt nicht unbedingt was, was ich mir an meinen Schlüsselbund dran machen würde. Zum einen... ist es schlichtweg Plastik, das heißt, vielleicht geht es wirklich irgendwann mal kaputt, wenn es zu oft gegen irgendwas dagegen schlägt. Und es ist einfach auch für einen Schlüsselanhänger sehr, sehr klobig. Aber es soll ja Leute geben, die so einen halben Knubbel mit sich rumtragen und das völlig okay finden. Schlüsselanhängerring habt ihr auch direkt mit dabei. Und wenn ihr hier in die Mitte drückt, auf das schwarze Triforce sozusagen, dann habt ihr das Live-Geräusch plus einen kleinen Lichteffekt. Ihr könnt sogar gedrückt halten, dann habt ihr den Effekt noch ein bisschen länger. Der ist tatsächlich sehr cool, sieht auch geil aus. Ist auf jeden Fall eine geile Aktion. Licht, 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 um das mal so zu sagen. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, ein sehr, sehr geiles Setup, sieht hübsch aus und war sein Geld auf jeden Fall wert. Wie gesagt, das hier 50%, ich glaube eigentlich hat es 8 Euro gekostet, minus 50% war das halt ein relativer Schnapper. Und dieses Licht kriegt ihr, glaube ich, für 25 Euro, also 24,99. Das ist dann aber auch wirklich wert, weil, wie gesagt, sehr, sehr hochwertiges Licht. Die ganze Verpackung, also die ganze, der ganze Standfuß mit dem Fenster zusammen ist sehr, sehr hochwertig gemacht, sehr, sehr hübsch. Sieht sehr toll aus, macht eure ganzen Soccer-Sessions noch mal ein bisschen stimmiger. Und ja, definitiv sein Geld wert. Ich freue mich. Jetzt muss ich meine ganze Sammlung wieder umstellen, damit ich Platz für dieses wunderschöne Stückchen hier finde. Das soll aber meine Sorge sein. Eure Sorge sollte sein, ob euch dieses Video gefallen hat oder nicht. Ihr dürft natürlich einen Thumbs up da lassen, sollte das so sein. Ansonsten dürft ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben, was immer ihr wollt. Ich bin hier für euch und höre euch zu und antworte euch auch immer wieder gerne auf eure Kommentare, wenn ihr mehr zum Thema Nintendo sehen wollt. Egal ob Unboxings, Let's Plays, Retro-Tipps, alles, was das Nintendo-Herz begehrt, dann auf meinen Kanal abonnieren und kein Video mehr verpassen. Ich danke euch mal wieder fürs Einschalten, wünsche euch noch viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Video. Euer Y the Tie.